Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Civ 6 Sonderzulu. Über dem Ricky. Es wird langsam, Leute. Es wird langsam. So, jetzt hat der natürlich was von der Stadt abbekommen. War ja klar, dass es passiert. Wie viel Uran? Ich brauche halt immer noch 3 Nukes. 2 kann ich produzieren. So. Man kann die Zukunft. Gut, dass ich vorhin nicht jedem Krieg erklärt habe. Sonst hätte ich jetzt hier ein Problem mit Dido. Also das wollen wir ja nicht. What? What? Excuse me, what? What war denn das? Are you fucking kidding me? So, versuchen wir es mal, dass wir die Stadt hier mal wieder kaputt bomben. Menschstifte, die Range reicht nicht. Okay, schade. Aber 4 Bombing Runs haben wir auf jeden Fall schon mal drauf gekriegt, das ist auch schon gut. So. Hier kann man jetzt noch ein Skigebiet hinklatschen.
Ullundi. So. Was bauen wir hier? Toronto. Schisswerft. So. Okay, dann bauen wir hier, glaube ich, nochmal einen Pionier, sage ich schon, Handwerker. So, überall dann noch die Außenverteidigungen reparieren. Nagoya, kann man das bauen? Rovka, Handwerker, ist ja klar. Cardiff ist immer noch ziemlich gefickt. So. Langsam wird's. So, zack. So. Gut. So, da haben wir dann auch bald die Schiene fertig. Gut, nächste Runde. Jetzt aber nächste Runde. So, jetzt ist dann noch Tata und was auch immer das heißt dran. Und dann ist eigentlich das größte Problem schon gelöst. Beziehungsweise das ist schon gelöst, seitdem ich den genukt habe. Just saying. Bei mir fehlt dann halt immer noch der eine Stadtstaat hier bei mir drüben. Rapa Nui, den werde ich natürlich auch noch einnehmen. Aber der ist schnell eingenommen, das ist ein Pipifax. Und dann halt noch der Kongo. Ah, das ist jetzt belastend.
während sie im Kongo ist abgelaufen. Dann demnächst auch noch gegen Guido Krieg führen. Ich glaube, die müssen wir aber auch nuken. Ein Traum ist unerlässlich. Man kann die Zukunft. So, wo ist jetzt der Sturm? Oh, ausgerechnet da. Oh. Ja, gut, dass Ondini gerade eine Produktion frei hat. Es wird nämlich nicht mehr lang dauern, bis ich von denen gebraucht machen werde. So. Ich noch den Gouverneur. Ich kann erstmal hier stationiert bleiben. Zur Eigenabsicherung. So. Schön ordentlich reinklotzen. Damit wir auch ja nächste Runde die Stadt hier einnehmen können.
Nächste Runde können wir wieder ordentlich Städte einnehmen. So. Überall da, wo wir nichts mehr bauen können, wird schön Kohlenstoffrückgewinnung gemacht. Und es haut unseren diplomatischen Gunstwert saumäßig nach oben. Das ist halt der Wahnsinn. Das ist viel zu OP. Viel zu OP. Dula. Christenhändler. Novgorod Fabrik. Kingston ein Sendezentrum. Jerusalem. Das ist jetzt eine gute Frage. Händler. Die Stadt hier braucht unbedingt mal einen Handwerker. Einen Hafen haben wir hier schon, ne? Aber sowas Cooles gibt's ja noch nicht. Alles muss brav repariert werden. Damit der ganze Spaß nicht mehr so raucht. Und dampft. Ah, die erste Spec-Ops-Armee ist fertig. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? So. Hier eigentlich schon meinen Zug gemacht. Ja, stimmt. Hier habe ich ja Ding eingenommen. Natürlich hier und nicht da. Mein Gott. Gut, passt. Ihre Panzer? Wo sind Panzer? Nicht, dass hier wieder irgendjemand spontan genuckt wird. Na, Dido.
Jetzt dachte ich schon, es wäre abgestürzt. Mein Solarpark wurde geplündert. Ich glaube, ich spinne. Was soll die Scheiße denn? Puh. Eiskalt. Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt schon eiskalt. Das finde ich ja schon frech, muss ich sagen. Ich finde das echt frech. Einfach so geplündert, du. Puh. So. Da jetzt für ein Abfuck passiert. Jetzt sind sie beim Krieg. Nee. Ich kann es aber machen. Habe ich irgendwas? Aber mit Mexico City bin ich nicht im Krieg. Ja, im Endeffekt ist mir nämlich so egal, was da los ist mit den Stadtstaaten. Ich würde sie einfach einnehmen. So. Hier wird wieder eine Liste gebaut. Können wir hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Wird wieder CO2 aus der Atmosphäre gepumpt. So. So. Passt. So, passt. Hier in Smolensk können wir das gerade nicht machen, weil da Sturm tobt. Wie viel Uran habe ich eigentlich? 4 pro Runde. 4 pro Runde. Pro Runde, das ist ja akzeptabel. Wenn man mal bedenkt, dass man hier mit einigen Killer-Robotern unterwegs sind, ist das schon okay.
So. Montreal können wir was bauen? Ja, auch wieder Kunststoffrückgewinnung. Hier hingegen kann man schon interessantere Sachen bauen. So. Grundsätzlich, wie viel Geld? Ich glaube, ich krieg so um die 100 Gold durch die Abgeordneten, gell? Ja, 114 durch Gesandte. Weißt du was? Fuck it. Also Uran. Uran, welches wir uns holen könnten. Und auch machen werden. Schade. Noch schädlicher. Am schädlichsten. Stadtstadt? Stadtstadt. Ach so, I see. Wurde ich voll bambuselt gerade eben. So. So.
ganzen Straßen, die wir alle. Das ist halt echt so fucking übertrieben viel, was man machen muss, wenn man so viel expandiert. Ich glaube, Civilization ist da eigentlich gar nicht drauf ausgelegt. Was Stellaris geht, ist zum Beispiel schon eher, da kann man ja dann Sachen automatisch verwalten lassen und so. Das geht hier zum Beispiel nicht. Wäre aber eine echt coole Funktion, weil da würde alles hier ein bisschen erleichtern. Dann würden die Runden nicht immer so ewig lang dauern. So, das war's dann aber mit der Folge Civ 6. Zorn der Zulu wie immer. Boah, eine kürzere Folge heute. Ich mache immer so um die Dreh um 30 Minuten, wenn wir eh gerade so gut dran sind. Passt es ja eh. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.